Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in Ark. Ich wollte euch eine Kleinigkeit zeigen. Ich habe natürlich schon wieder was weitergemacht, aber das will ich euch noch nicht zeigen. Da möchte ich einmal euch mit Teil dran haben. Aber hier ist ja jetzt nur unser großes Monster. Ne? Jetzt sehen wir es ja mal bei Tag. Schaut euch mal die Größe an. Ist das Ding der Hammer? Ist das Ding der Hammer und er ist auch ziemlich schnell, muss ich sagen. Jetzt auftauchen. Also hier oben ist er sogar noch schneller, also auf dem Wasser. Wendiger, sag ich mal. Ja, das ist schon ein kleines Monster, würde ich sagen. Lässt sich absolut nicht klitschen hier, ne? Aber macht nichts. Fisch nehmen wir mit. Hallo, ihr zwei. Und die Eier? Ja, die machen. Ich weiß es nicht, ob die Eier liegen. So. Ich wollte mir nämlich eine Bienenkönigin holen. Ich weiß, ich habe schon einen Hive und ich habe auch schon eine Biene. Zeige ich euch. Apropos Bienenhive. Jetzt habe ich hier hinten noch so ein Ding ins hingestellt. Und hier möchte ich gerne eine Biene dazustellen. So, wir switchen mal rüber ins Hochland. Ah, da ist noch eine. Bisschen wegfliegen. Bumse. Eine Anzeige gegeben. Die ist frei. Oder? Sah doch gerade so aus. Wow, waren das viele. Oh, sind das viele? Ich glaube, das eine. Schnell Insektenschutzmittel nehmen. Oh.
jetzt unsere. Haben wir eine Königin? Machen einen Lärm. Eine schöne Farbe hier, aber die auch. Ich passe gleich aus. Bisschen laut gerade, tut mir leid. Du sollst eigentlich nicht da oben rumschwimmen. Du sollst ja. Ja, da bleiben. Ist ja ein Hitch. Warum? Ja, also das ist ziemlich laut, ne? Tut mir leid dafür. Naja, kann man ja auch nur auf normalen Boden stellen und die S-Plus, die kann man auch auf diese Dinge stellen. Stellen wir die da hin. Und schmeißen die Blumen da rein. So. Stört bloß, dass man dich nicht hitchen kann. Du sollst nicht durch die Ding. Enden können die nicht oder sowas, ne? Was ist die, was fressen die, ist auch wieder die Sache. Macht die einen Lärm, so Helikopter gebrumselt hier. Guck mal, wo willst denn du hin?
soll stehen bleiben. Halten. Folgeabstand widrig. Mal mit. Da kannst du bleiben. Kann ich anhitschen? Aber das Ding kommt trotzdem mit. Vielleicht kann man die später anhutschen oder so. Schauen wir mal. Ja. Haben wir unsere Bienen? So, dann kommt unser Agentaris hier kurz her. Den Scheiß mal raus. Schon wieder essen, dass ich so verletzt war. Der anscheinend die Ressourcen weggekaut. Was brauchen wir denn hierfür? Da hätte ich gerne mal noch zwei, drei mehr hergestellt. Fasern, Feuerstein, Leder, Stroh. Fasern, Stein, Leder, Stroh. So, dann schmeißen wir das wieder raus. Passt. Schmeißen wir das da rüber. Apropos. Das ist hier geräuchert, Räucherfleisch. Jetzt haben wir das. Grilltes. Rohes. Gegrilltes Filet. Ah, Filet geräuchert. Da. Bull. Das andere heißt wie? Schon wieder vergessen. Räucherfleisch. Das auch pullen. Räucherfleisch, da ist es. Zack. Wunderbar. So. Ich würde vorschlagen, wir machen mal einen Ausflug mit unserem Drachen. Wenn er noch nicht ganz aufgeheilt ist. Ausdauer machen wir auf 2000. Die Bewegungsgeschwindigkeit noch was rein. Bewegung ist 100%. Sag ich. Dankeschön, meine Nanny. Schaut's hier aus. Läuft. So. Unhitch. Apropos Unhitch. Die anderen habe ich hochgestellt, die anderen zwei. Also die sind alle drei am Leben. Nein, schon die anderen zwei. Habe ich quasi, wenn mir einer verloren geht. Satz. So, machen wir mit dem mal eine kleine Reise. Wow, ist der schnell. Wow, ist der da brauche ich keine Bewegungsgeschwindigkeit mehr skillen. Leck mich da am Popo-Kategorie. Wow, was hat denn der für einen Wert hier? Er hat auf 176 schon. Ja, leck mich am Arsch. Damit muss man erstmal klarkommen.
wenigstens noch in Nahkampfschaden gehen hier. Ja, Wendekreis in die Kleingartensiedlung. Dankeschön fürs Fresschen. Boah, ist der schnell. Fuck, ist der schnell. Was habe ich gesagt? Nahkampfschaden. Genau, den werden wir mal auf 2000 hoch. Freshen auf jeden Fall. Boah. Es ist der Hammer, was wie der abgeht. Okay, das sind jetzt hier keine Gegner, ne? Wow! Oh, den hat man kaum unter Kontrolle, ey. Schaut euch das Geflatter an. Brauche ich gar keinen Teleporter mehr. Ja, ich bin da. Noch jemand? Das ist nicht Speed, ne? Das ist normal fliegen. Also punktgenau irgendwo landen ist damit schwierig. Fünf. Gut, dann haben wir die auf jeden Fall voll. 2000 Nahkampfschaden. Wenn wir noch ein bisschen an unser Licht gehen. Oh. Also der ist schnell, leck mir am Arsch. Damit habe ich nicht gerechnet. Hallo, ihr drei Hübschen. Darf ich euch mal ankauen? Sau. Runteltot beißen. Gut, da war ein Schlafsaurus. Was bist du für einer? Wieder ein Weibchen. Weibchen habe ich schon. Ich brauche Männchen! Wow. Ich sag's noch einmal, ne? Einfach nur wow. Der ganze Aufwand zum Käfig, den Geschützen herstellen, die Eier im Endeffekt klauen zu können, sich mehr als nur gelohnt.
Wow, ist der schnell. Dass der ja noch hier hinten steht. Stimmt ja. Wow, ist das Ding schnell. Ich sag's noch einmal und noch einmal und sein muss noch einmal. Dann muss ich mich erst gewöhnen. Weil die Mod kenne ich so nicht. Durch das Geflatter an. Ich kriege Zustände. So, da pullen mal schnell ins Öl. Stehen wir hier sind. Nicht. Level, schaut euch das mal an, ja. War auf jeden Fall mal die 2000 voll. ...61.000 Ausdauer. Ist nicht normal, oder? Vielleicht, dass er so schnell ist, hat er halt noch riesigen Wendekreis jetzt. Jetzt mal die Ausdauer komplett generieren lassen. Das frisst dann halt Fleisch, ne? Aber... ist das geil. Können wir noch ein, zwei Punkte in Nahrungsmittel einschmeißen vielleicht? Das ist der helle Wahnsinn. Ja, ich brauche ein bisschen Pelz. Danke. Gar nicht mitgekriegt, dass seine Kumpels gerade gestorben sind.
Also, ne? Ich bin begeistert. Merkbar, oder? Ich glaube schon. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir werden ja noch ein bisschen Unruhe stiften. Das ist der Wahnsinn.